Война с нацистами была долгой и кончилась нашим разгромом. Для меня все должно было кончиться, когда разбомбили Манхэттен. Мой родной город. Когда война кончилась, о нас забыли. Нам никто не помогал, но мы шли вперед. У нас была одна цель. У парадного входа куча охраны. Громко шуметь нельзя. Посмотрим, на что годятся эти сапожки. Nicht erzählen, aber er und ein paar Jungs waren besoffen und wollten auf einem Elch reiten. Du machst Witze. Das Vieh hat ihn fast getötet. Die anderen sind nur knapp davon gekommen. Haha, das hätte ich nur zu gern gesehen. Geschieht ihm recht. Ich besorge dir die Einladung. Das soll eine ziemliche Schau werden. Danke, ich gebe später einen aus und wir halten uns von Elchen fern. Was war das? Amerika кишела нацистами. Я с трудом узнавал родную страну. Хотелось выгнать их прочь. Я словно очутился во сне. У меня было задание, но, черт возьми, как же хотелось сожрать чизбургер. Was, wenn die Russen sich sammeln und angreifen? Oder China? Dann wären wir an der Front. Traumposten? Dass ich nicht lache. Du bist mit eingezogenem Schwanz vor dem Elch weggerannt. Hast du die Viecher gesehen? Detlef wollte auf einem reiten und das verdammte Ding hat ihn fast getötet. Wenn du mich fragst, sollten wir aus denen Waffen machen. Stell dir das mal vor. Der Panzerelch. Klar machen wir aus allem Waffen. Panzerbär, Panzergiraffe, Panzerente. Das wird die Terroristen aufhalten. Du bist auch so eine Panzergiraffe. Gut gekontert. Zurück an die Arbeit.
kommt denn da? Thank you.
Я почти закончил дело, но хвосты оставлять нельзя. Командир базы был где-то рядом. Я решил его убить. Herr General, die Planung für die Feier läuft ohne Probleme. Keine Komplikationen? Keine terroristischen Aktivitäten? Diese Feier muss absolut perfekt sein. Nichts. Unsere Operation in Alaska durchzuführen ist brillant, General. Niemand würde darauf kommen, dass wir das Sonnengewehr von hier aus abfeuern. Nicht so laut, Sie Idioten. Erwähnen Sie nicht mal den Namen. Man weiß nie, wer mithören könnte. Natürlich. Vielleicht, General. Sorge, Herr General. Die Männer haben bereits alles vernichtet, was im Zusammenhang mit... Meine Güte, was habe ich Ihnen gerade gesagt? Kein Wort mehr. Oh ja, genau, stimmt. Spione und Eindringlinge. Ich verstehe. Wir schließen die Vorbereitung noch. Alles in Ordnung? Mhm. Если на этой базе вообще есть сведения о Черном Солнце, то они где-то здесь. Вечеринка.
Бланка на подлодке, отплывающей с острова Кадьяк. Похоже, я нашел новую цель. An alle, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Sammeln Sie sich für die Abfahrt zur Kodiak-Basis im Lasterdepot. Vielen Dank. Все собрались в одном месте. Похоже, там вечеринка. Старый вояка не упустит такого шанса.
hätte gedacht, hier wären mehr Männer stationiert. Wirkt ziemlich leer für eine Versammlung des gesamten Personals. Tja, hast du recht. Vielleicht sind sie schon weg. Alle sind aufgeregt wegen schwarzer Sonne. Schon vergessen, was der General gesagt hat? Мою душу грела мысль о том, что нацистов в Америке поубавилось. Остальные отправились на остров Кадьяк. Я вернулся в Америку и выполнил задание. Я зачем?